Und damit moin zu einem neuen Probetestchen. Und ihr hört es vermutlich schon, Spiel mit einer richtig, richtig epischen Musik. Hammer. Ja, ich wollte euch heute Towerfall Ascension vorstellen. Ein Spiel, was ich glaube, vor 2 Jahren das erste Mal gespielt habe. Hier, wie man sehen kann, mit dem Untertitel mit dem DLC dazu, Towerfall Ascension Dark World. Beide Spiele gibt's bei Steam, das vorneweg, das normale Spiel im Moment für 14,99 €, ist allerdings auch immer mal wieder im Steam Sale dabei. Das DLC Dark World bringt auch nochmal ein paar neue Sachen mit bei, gucken wir uns im Zuge dessen auch noch an. Gibt's dann für 9,99 € bei Steam. Ja, geiles Spiel, ihr hört schon geile Musik. Ich freue mich jetzt auch richtig drauf, dass wir es uns einfach nochmal zusammen anschauen. Rausgekommen am 25. Juni 2013, mittlerweile aber auch tatsächlich schon für die Switch spielbar und auf der PS4. Das Ganze nennt sich Hit Archery Combat Game. Was es damit genau auf sich hat, schauen wir uns einfach mal zusammen an. Boah, ich muss aber wirklich schon sagen, die Musik allein. Ist das so geil. Ist das so geil. Ihr kennt mich ja, ich bin so ein kleines bisschen musikbehaftet, also wenn ein Spiel eine geile Mucke hat, dann zieht das schon mal ordentlich. Ja, wir haben hier verschiedene Sachen zur Auswahl. Und zwar, und das ist eigentlich auch der Kern des Games, deswegen eigentlich shame on me, dass ich das eigentlich mehr so im Einzeldurchgang spiele. Aber das ist so ein richtig geiles Couch-Koop-Game. Das heißt, eigentlich ist das Spiel dafür gemacht, dass ihr euch da zu mehreren hinsetzt und das einfach zusammenspielt. Also man kann, glaube ich, zusammen durch die Level gehen. Man kann sich aber auch einfach übelst zusammen battlen. Also wir sehen hier Koop und wir haben hier den Versus-Mode, genau. Es gibt auch Trials, habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ich glaube, was ich allerdings auswählen muss, auch im Einzelspieler, ist der Koop. Genau, es ist nämlich auch schon echt eine Weile her. Also ich habe das, wie gesagt, vor 2 Jahren oder so mal gespielt. Epische Musik, oder? Episch. Übel. Okay, aber ich versuche mich mal zu beherrschen. Das Spiel hat unterschiedliche, ihr seht das schon hier unten, unterschiedliche Totenschädel. Das erkläre ich euch auch gleich nochmal. Ist jetzt eine Weile her, das heißt, expect fails. Das wird ein bisschen failig. Das hier ist das Hauptspiel, sag ich mal, hier Dark World. Das DLC dazu, da habe ich auch noch nicht ganz viel gemacht, aber wir schauen hier mal rein. Und ich würde tatsächlich, es gibt verschiedene Charaktere. Vielleicht schauen wir uns im Zuge des Probetestchens auch mal die verschiedenen an. Wir haben hier Last of the Order, Assassin Prince, Turncloak Soldier und Prancing Puppet. Oh, und Vainglorious Ghoul. Und den Dieb haben wir? Okay, das sind doch einige. Wow, ich glaube den hier. Und den hier, die habe ich beide durchs DLC freigeschaltet. Den hier glaube ich auch. Bin ich mir aber jetzt nicht mehr sicher. Welchen ich allerdings immer spiele, ist hier der hier. Geil. Und ich muss sagen, ich mag ja eigentlich persönlich so eine kleine Pixelgrafik. Und die Musik kombiniert mit der Welt, es ist einfach übelst geil. Wir sehen hier auch, also bei mir ist jetzt auch, glaube ich, alles schon freigeschaltet. Ja. Es gibt nochmal 3 richtig harte Levels hier am Schluss. Das ist aber so wirklich die Hauptmap, die wir haben. Oh, und so episch die Musik ist, ich muss sie mal kurz runterdrehen. Ich mache die immer so laut drauf, dass es mir fast die Trommelfelle wegbläst. Aber das ist es mir dann auch wert. Ich weiß, ich werde es bereuen, wenn ich später 80 bin, aber naja. Gut, wir sehen allerdings hier auf der Karte ganz oben Sacred Ground. Das ist der Level von unserem, oder der Name von unserem ersten Level. Level 2, Twilight Spire. Wir sehen auch, wir sehen auch ganz fies rechts am Bildschirmrand. Die Attempts, das habe ich hier 14 Mal probiert, bin dabei 26 Mal gestorben und habe, ich weiß nicht, das schnellste war, glaube ich, 3 Minuten 48 oder irgendwie sowas. Ja, das habe ich dann, oh Gott, bitte lass das 19 Versuche sein und nicht 49. Ich glaube aber, es sind 49. Alter, ja, okay. Sind 104 Mal dabei gestorben und das Ganze am schnellsten in 4 Minuten 8. Ach
8 Attempts, 27 Tote, 5 Minuten 58. Also ihr seht, da geht auch schon ganz gut was. Das liegt allerdings auch daran, und jetzt erkläre ich das auch nochmal kurz. Es gibt eben, ihr seht hier, die verschiedenen Totenschädel. Wenn man hier diese grauen Totenschädel hat, genau, das sieht man hier. Man kann ein Level auf normal spielen, das heißt, ihr habt eine normal starke Welle an Gegnern, die kommen. Das sehen wir auch gleich dann beim Reinseppen. Man kann das Ganze aber auch auf Hardcore spielen, das ist dann alles ein bisschen bescheidener. Und man kann es aber auch. Das gibt's auch. Und ich find's krass, ich glaube, ich habe das hier nirgends gemacht. Ich meine, ich hätte das auch mal versucht zu machen, dann obviously aber nicht geschafft. Man kann auch in jedem Level einen goldenen Skelettschädel bekommen. Und das heißt, um den goldenen zu bekommen, müsst ihr quasi das ganze Level durchspielen, alle Monsterwellen, ohne ein einziges Leben zu verlieren. Ich dachte eigentlich, wie gesagt, ich hätte das mal irgendwo gemacht, aber ja, so wenn man sich die Attempts und die Tode anguckt, dann vermutlich eher nicht. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze hier erstmal auf normal an. Erstes Level. Bin gespannt, ob ich noch weiß, was ich mache. Wir bekommen auch noch erklärt, okay. Move, Aim. Nee, irgendwie nicht so. Ich habe das... Okay, jetzt muss ich nämlich gucken, ob das funktioniert mit meinem Gamepad. Ich habe das nämlich eigentlich nicht auf dem Steuerknüppel. Ich habe das hier eigentlich gerne auf dem Steuerkreuz. Warum auch immer, komme ich damit besser klar. Springen ist klar, schießen. Oh, Dodge. Dodge und Catch. Okay, das wird auch noch mal was. Es gibt auch charakterspezifische Sachen. Mal gucken, wie sich das hier verhält. Sacred Ground. Übelst geile Musik. Okay, ich sehe aber gerade... Ah, doch, jetzt geht's. Okay, also ihr seht hier schon, das ist ganz typisch für das Spiel. Wir haben hier den Querschnitt durch den Tower, wenn man so will. Und ihr seht aber auch, es gibt überall Wege. Das heißt, wenn wir jetzt hier runterspringen, yo, kommen wir hier oben raus. Wenn wir hier reinlaufen, kommen wir auf der anderen Seite wieder raus. Also das ist... Das kann verdammt gut für euch sein, es kann aber auch verdammt scheiße sein, nämlich wenn die Gegner dasselbe auch machen. Man kann nicht nur die Gegner abschießen hier mit den Pfeilen, sondern man kann auch auf Gegner springen. Das ist manchmal auch wirklich die bessere Variante. Hin und wieder erscheinen random Kisten. Nicht mich gleich umbringen, direkt danke. Bam, bam. Geile Mucke, geile Mucke. Und ich weiß nicht, wo ich meine Pfeile hinschieße. Was ihr aber auch seht, ist jetzt hier... warum schießt du den in eine andere Richtung? Oh, wow. Okay, das funzt nicht so ganz. Okay, irgendwas will da mit meinen Tasten noch nicht. Da, der will mir das nämlich doch... Der will mir das, glaube ich, doch hier irgendwo draufpacken. Okay, das wird dann wahrscheinlich nochmal ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad. Ich habe jetzt irgendwie beides hier im Spiel. Das hatte ich auch noch nicht. Steuerkreuz und Game. Game Stick, oh Mann. Oh, aber die Mucke ist, ich kann es immer wieder sagen, es ist geil. Ja, ich weiß nicht, warum er hier... Weil normalerweise kenne ich das, dass man halt... Wenn ich mich jetzt nach rechts drehe, der den Pfeil auch geradeaus schießt. Aber da müssen wir halt mal ein bisschen gucken. Es gibt auch Gegner, auf die man nicht drauf springen kann. Das ist dann so ein bisschen fieser. Und wir können, ich weiß allerdings nicht, ob das charaktergebunden ist, wenn wir mit dem Charakter hier springen, auch nochmal so einen Dive durch die Luft machen. Das heißt, wenn man sich da verschätzt oder man muss ein bisschen weiter springen, dann kann man da auch noch was machen. Ist jetzt allerdings auch soweit machbar. Was wir allerdings auch sehen, ist, wenn wir hier Pfeile verschießen, ich mach das mal kurz, dann sehen wir hier auch irgendwann... ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Ihr seht jetzt hier das Kreuz über dem Kopf. Das heißt, wir haben keine Pfeile mehr. Wenn es also brenzlig wird, ist das grob bescheuert. Das heißt, wenn wir keine Gegner treffen oder auch wenn wir die Gegner treffen, die Pfeile kommen eigentlich immer mal wieder irgendwo raus. Und dann müssen wir die natürlich auch einsammeln, sonst kriegen wir die nie wieder. Oh, das ist jetzt auch nochmal ganz fies. Das ist so eine Besonderheit, auch während den
Monsterwellen. Wow, ich sehe gerade nicht mehr, wo ich zu Hause bin. Hups. Danke fürs Licht anmachen. Es gibt so Besonderheiten während den Monsterwellen. Eine davon ist jetzt die hier gerade gewesen, dass es einfach mal für eine Monsterwelle lang... Oh Mann. Hassgegner. Dass es dunkel werden kann und dann macht ihr einfach gar nichts. Nice, aber wir haben's. Normaler Schwierigkeitsmodus, 18 Kills, keine Tode, 3 Kombos. Also wenn man da auch wirklich schnell ist, das war jetzt mit der Tastengewöhnung hier erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dann kann man da auch ganz gut Kombos machen. Ah, da wird draußen schon gehupt. Okay, so schlecht war es scheinbar nicht. Nein, Spaß beiseite. Aber ihr seht, worauf es rausläuft in dem Spiel. Und das kann in späteren Leveln oder gerade auf dem Hardcore-Modus auch nochmal richtig übel werden. Weil die Gegner sind dann auch ein bisschen agiler, sind ein bisschen schwerer. Ihr habt, glaube ich, bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher, aber finden wir dann raus, im Hardcore-Modus auch weniger Leben. Wir haben jetzt hier diese 5 blauen Steine. Das heißt, jeder Stein, der weg ist, ist dann ein Leben, das weg ist. Man hätte also 5-mal sterben können, also quasi bis Leben Nummer 0. Das ist dann ganz gut was. Wir gehen mal zurück auf die Map. Diese Truhen, die man da immer wieder in den Levels findet, die sind eigentlich auch ganz nützlich. Wir haben jetzt, glaube ich, größtenteils wirklich immer das Gleiche drin gehabt, glaube ich, ne? Twilight Spire, auch übelst geile Musik. Nehme ich diesen Defense-Schild. Ich glaube, da kann man einmal mit getroffen werden, ohne dass es zählt. Müsste ich jetzt aber auch nochmal gucken. Oh, wow. Und da habe ich irgendwie keinen Pfeil rausgekriegt. Okay. 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 Die Tasten und ich, da muss ich echt mal gucken. Ich kann halt jetzt nämlich schlecht ständig die Gegner abspringen. Irgendwie funktioniert das nicht. Warte mal, und wenn ich so mache? Wow. Das funktioniert, glaube ich, besser. Oh, dann muss ich mich jetzt einfach umstellen und gucken. Wow. Ja, und gucken, dass ich das mit dem Control Stick mache. Wow. Ganz tolle Idee. Oh Mann, ich bin nicht so der Fan vom Control Stick. Okay, dann gucken wir einfach mal. Wie es läuft, ist das so geil. Okay. Bauen wir uns einfach mal selber eine Schwierigkeit ein. Aber ihr merkt schon, übelst geile Mucke. Das Prinzip ist eigentlich immer wieder dasselbe. Und wenn man stirbt, während man nah an dem Gegner dran ist, dann explodiert er. Das heißt, man kann den zumindest noch mitnehmen. Alter! Was macht ihr mit mir? Oh, da komme ich. Oh, nee, ich komme hoch, ich komme hoch. Aber ich habe keine Pfeile mehr. Nein. Den Pfeil hier. Also das mit dem Treffen ist so dann natürlich ein bisschen spontan, sage ich mal. Kiste. Oh! Nicht sicher, ob das so eine Invisibility-Sache ist. Gib den Pfeil her. Danke. Oh, und das ist so ein richtiger Hassgegner Deluxe. Deswegen muss die Alte direkt sterben. Die können nämlich, ihr habt das vermutlich gesehen, über den Köpfen auch Pfeile schießen. Vorletzte Welle. Mal gucken, ob wir es mit dem Amount an Leben schaffen. Was hier jetzt fies ist, ist, ich glaube, wir können auf diesen Wellen hier, diese blauen, können wir nicht stehen. Das ist dann vielleicht auch ein kleines Hindernis. Nochmal, nein. Uah. Ah, das hat mit dem Ziel natürlich nicht so geklappt jetzt. Ba, 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 ba. Oh, letzte Welle, letztes Leben. Oder ich glaube zwei noch. Es wird doch noch mal interessant. Das Fiese ist, die können natürlich erstmal richtig schön ausweichen und antäuschen.
aus den Flammen. Raus, raus. Ich glaube, es hackt. Oh, da haben wir noch eine Truhe. Mit Feuerpfeilen. Allerdings, oh, fies letztes Leben. Allerdings haben wir jetzt, glaube ich, die normal hätten wir erst verschießen müssen. Okay. Ja, und dabei sind wir tatsächlich krasse 5-mal gestorben. Übel. Okay, das ist soweit der normale Modus vom Spiel. Frage ist, sollen wir uns echt mal ein Hardcore angucken? Ich vermisse gerade noch so ein Level, was ich eigentlich echt geil finde. Ich muss mal schauen, welches das ist. Wir gucken hier nochmal rein und dann schauen wir uns vielleicht mal den... Oh ja, das war aber, glaube ich, nicht das, was ich meine. Aber ist auch geil. Weil ich glaube, hier haben wir auch noch andere Gegner. Also man kann dann, wenn man das Spiel eine Weile spielt, natürlich auch schon mal gucken, wo die rauskommen, wo man da... Wow! Das sind echt fiese Scheißgegner, das will ich gerade mal sagen. Die explodieren nämlich und das ist nicht unbedingt so angenehmst. Okay. Normal ausschießen geht nicht. Hm. Ja, das war das mit dem Explodieren. Okay, dann spielen wir einfach doch wirklich mit so einem kleinen... Nee, weil das geht irgendwie nicht. Ich kann nicht gerade. Wenn ich gerade schieße, zeigt sie nach unten. Naja. Ich muss, glaube ich, doch noch irgendwie ein bisschen... was dabei mitbewegen. Vielleicht war es auch schon die ganze Zeit so und ich bin es nicht mehr gewohnt. Ich kann es jetzt nicht mehr mit Sicherheit sagen. Wir haben jetzt allerdings auf jeden Fall mehr Hua-Pfeile. Mehr Hua-Bua. Geh weg. Du kannst gerne woanders explodieren. Habe ich nichts dagegen. Nee, will ich mir ehrlich gesagt nicht antun jetzt. Nein. Okay, man muss ein bisschen dagegen lenken, dass das nicht passiert. Danke. Schön explodiert bist du. Okay, es geht. Es geht, wenn man ein bisschen gegenlenkt. Aber ich sag mal, schräg schießen ist leichter. Boah. Nee, lass mal lieber. Geister sind nicht die besten Freunde. Da wird's auch schon gut voll und wir haben so ein kleines Pfeilproblem, weil ich Dulli meine ganzen Pfeile verbrauche und nichts mehr übrig habe gleich. Uah! Nein, das wird nix. Uah! Gib die Kiste. Ich traue mich jetzt da noch nicht dran zu gehen. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das Item weggeht. Okay. Bleibt zumindest für den Moment da. Bums. Also das ist auch echt relativ gut, um nochmal ein bisschen den Sprung... Ihr seht ja, ne? Dass der so ein bisschen da noch langsamer wird dadurch in der Luft. Würde mich aber mal interessieren, was ihr zu Musik sagt vom Spiel. Weil das war damals auch für mich wirklich ein Punkt, der Bock gemacht hat, das weiter zu spielen. Und ich habe übelst auf die Nuss gekriegt gerade. Übelst. Okay, aber wir haben auf jeden Fall nochmal Defense. Ich will, dass ein paar von denen wegkommen. Uah. Pfeile bitte, danke. Uah. Nein, lass mich am Leben. Boah, da haben wir Glück gehabt, dass der einmal durchgegangen ist. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, einer noch. Es ist ein bisschen Feinschwund mit dieser Geradeausschießen-Sache. Oh, Lieblingsgegner Deluxe. Da macht es vielleicht auch Sinn, dass ihr wirklich mehrere Pfeile auf einmal schießt. Das kann nämlich schon ganz schön fies werden mitunter.
Aber ich muss sagen, ich mag das Spiel. Also es braucht auch grafisch einfach nicht viel. So eine kleine... Oh, jetzt haben wir wieder eine übelste Monsterwelle. Das ist nämlich das andere dann, neben dem es wird einfach alles schwarz und irgendjemand hat das Licht ausgemacht, ist dann hier das. Und das ist ganz fies, weil ihr seht, dass sowohl die Gegner als auch ihr selber mit dem Movement leicht verzögert seid. Und das kann nützlich sein. Es kann aber auch echt nochmal eine gewisse Schwierigkeit suggerieren. Oh Mann. Wobei ich sagen muss, jetzt mit dem Gamepad ist es dann hier echt leichter mit dem Zielen, mit dem geradeausschießen. Weil ich ja alle Zeit der Welt habe, um mich hier auszurichten. Wow, was mache ich hier? Bams. Das ist schon... und jetzt bin ich, glaube ich, im Sack, weil jetzt sammelt sich das alles hier in der Mitte. Übelst geil. Aber wir nehmen auf jeden Fall ein paar Gegner mit dabei. Wow. Fies ist allerdings auch, dass man diesen Slide dann nur einmal einsetzen kann. Ihr könnt euch hier, könnt ihr euch auch davon abstoßen oder ihr könnt hier so ein bisschen hängen bleiben. Und dann hier nochmal abspringen. Also es gibt echt schon ein paar geile Möglichkeiten, wie man es nochmal saven kann, wenn es anfängt schief zu gehen. Okay, aber ich würde sagen, wir gucken uns auch mal einen... Übrigens auch geile Musik, oder? Also ich feiere das Spiel total ab, was die Musik angeht. Können uns aber mal einen Hardcore angucken. Ich glaube, dass man die goldenen Skelettschädel eben auch bekommt, nicht wenn man den normalen Modus durchspielt, ohne einmal zu sterben, sondern wirklich eben mit dem Hardcore-Mode. Jetzt haben wir immer noch, genau, 5 Leben, aber es ist echt übel. Ihr seht dann hier jetzt auch genau, dass der Hardcore-Modus drin ist. Oh, die Mucke ist einfach... Ich weiß, ich bin da echt schlimm, aber ich feiere sowas auch einfach derbe ab. Nein, lass mich in Ruhe. Aber was muss denn da passieren, dass ich da jedes Mal abgekackt bin? Das muss ja... Oh ja, okay, ich sehe es schon. Ströme von Gegnern. Viel zu viele. Wow. Oh, und die können natürlich so übelst springen und antäuschen. Das ist schon hardcore. Nein! Da haben wir uns das gleiche gedacht, aber er war schneller. Hips. Boah, also man merkt schon, das ist ein bisschen übler. Na, Feuerpfeile wieder. Ich will die eigentlich nicht rausnehmen für sowas. Da kommt schon wieder ein Schleimi, nein. Schleimi, lass mich am Leben. Was zum... Diese ganzen Schleimsies, ey. Ich bräuchte aber noch Pfeile, Mann. Nee, da will ich mir es ehrlich gesagt... Ehrlich gesagt noch nicht antun. Ich hätte gerne den Pfeil trotzdem wieder. Ja. Oh, vorletzte Runde und das wird gefährlich. Ba-bam-ba-ba-bam-bam. Oh, wow. Oh, wo bin ich? Was tue ich? Und wie viele? Ich sehe nichts mehr. Oh, Mann. Ah, da sind wir auch einmal rein.
Pfeile? Wow. Hab ich irgendwo noch... Boah. Ah. Ich sehe nichts. Hier ist ein Pfeil. Hier ist ein Gegner. Hier ist wieder ein Gegner. Oh, oh. Letzte Welle. Kein Leben mehr. Und es gibt natürlich zwei von den Dullis. Das ist klar. Huah. Huah. Bring sie um. Wenn die Olle tot ist, bin ich eigentlich schon... da geht's mir ganz gut. Allerdings habe ich wieder keine Pfeile. Huah. Komm, komm her. Rechts oder links? Vorfahrt? Nein! Oh Mann, ist das so geil. Okay, aber es hat ja gerade noch so gelangt. Oh. Ist schon übel, macht aber ordentlich Bock, kann ich euch nur sagen. Mal gucken, was wir uns noch angucken können. Wir können eigentlich mal aus dem Ganzen raus vielleicht mal einen neuen Charakter uns angucken. Assassin? Der Dieb? Weiß ich gar nicht. Können wir eigentlich auch mal gucken. Und nehmen mal vielleicht eins von den weiteren Leveln. Backfire. Vielleicht war das das, was ich meinte. Ah, nee, das ist es auch nicht. Es gibt so ein richtig geiles Level mit so einem richtigen Dschungel-Feeling. Okay, sie hat den Dash auch. Ich glaube, den haben dann alle. Bin mal gespannt, ob ich einen Unterschied bei den Charakteren feststellen kann. Boah, aber ich find's auch genial. Guckt euch mal die Hintergründe an, wie sich da irgendwie immer der Wind so ein bisschen mitbewegt und alles. Und gerade so wirklich die Musik, ich kann's nur immer wieder sagen. Also es zieht einfach bei mir dann, das Spiel. Durch eben die geile Musik. Fiese Gegner. Uah. Badabam-bam. Au, oh, den haben wir aber schön an die Wand genagelt. Hoppla, war eigentlich gar nicht so geplant. Oh, Wow. Nein, hau ab. Die können dann nämlich auch nochmal ganz nett sliden, wenn sie einen sehen. Oh, Kiste, gib her. Oh, das ist genial. Wir haben nämlich jetzt quasi so Flügel. Bleibt natürlich nur, bis wir einmal getroffen werden. Deswegen ist das eigentlich nicht so geil. Sollte man ein bisschen aufpassen. Scheiße, mich einfach voll Schiss hab, ey. Das Spiel. Das Spiel! Aber mit denen kann man jetzt durch wiederholtes Drücken von eigentlich dem Jump-Knopf hier in der Luft sich frei bewegen. Kann geil sein. Ich muss allerdings dazu sagen, bei mir hat das immer so die unangenehme Nebenwirkung, dass ich dann denke, hey, ich bin total safe, weil ich bin ja super flexibel und kann mir alles erlauben. Und dann, nö. Dann wird man meistens noch mal extra getroffen. Bei den Gegnern, da bin ich vielleicht nicht so zimperlich, was jetzt die Anzahl meiner Pfeile angeht, aber bei denen ist es wirklich besser, sie sterben früh als gar nicht. Genau, die können nämlich diese richtig fiesen kleinen Mini-Wirbelstürme machen und das ist dann natürlich eher ungünstig. Die sind allerdings auch kurz verwirrt danach. Ihr seht das so an dem über deren Köpfen. Wie soll ich denn an den Pfeil hier wieder rankommen? Na! Gib Pfeile her. Ah! Okay, das kann sich nur um Stunden handeln. Vielleicht sollte ich ihn erwischen, nachdem er das gemacht hat. Ja. Dann ist er ja nämlich verwirrt. Vielleicht haben wir dann eher eine Chance. Jawoll.
Allerdings habe ich hier oben jetzt zwei Pfeile und ich komme irgendwie nicht mehr dran. Scheiße. Und auch jetzt. Komm, gib her. Nein. Direkt verschenkt. Das ist genau das, was ich meine. Man denkt sich dann, na, ich bin ja total safe. Weil ich kann mich ja überall hinbewegen mit dem Ding. Und man macht es dann halt einfach gerade dafür nochmal, dass man unvorsichtig wird und Dinge tut, die man nicht tun sollte. Na? Wo habe ich einen Pfeiler? Ich habe irgendwie... Was mache ich denn mit meinem Pfeilkonsum? Gib her. So, hier haben wir noch einen Pfeil. Oh, ja, gib her. Nehme ich gerne. Schon wieder die hier. Geh einfach sterben, Digga. Die Vögel sind eigentlich nicht das Schlimmste. Aber die können... Oh, guck mal. Wie die alle kuscheln wollen. Nichts gegen Vögel, aber ich bin dann doch mehr der Katzenmensch. Was treibe ich? Was mache ich? Und wie viele bin ich? Okay, wow. Grinst sich hier einen ab? 4 Minuten 49. Okay, aber lass uns doch auch mal in Duckworld reingucken. Das ist das DLC zum Spiel. Wir haben wirklich noch keinen Goldschädel. Boah, muss ich wirklich mal machen, glaube ich. Okay, wir schauen uns aber wieder unseren Charakter an. Den mag ich einfach am liebsten. Ich kann gar nicht sagen, warum. Amaranth, Dreadwood, Darkfang und Cataclysm. Oh, das haben wir noch gar nicht gespielt. Okay. Aber ich zeige euch vielleicht einfach das Erste. Oh! Nice. Okay, wir spielen es einmal normal und gucken uns dann mal an, wie uns das Spiel mit dem Legendary in die Pfanne haut. Wir können hier Sachen auswählen. Das ist dann auch reine DLC-Geschichte. Starten mit Schild, mit den Wings, Speed Boots, eigentlich auch ganz geil, Super Dodging. Double Jumping ist auch übelst cool. Super Seeking Arrows, die haben dann quasi so eine Suchfunktion. Man hat aber, glaube ich, auch immer eins auszuwählen, was nicht so geil ist. Slippery Floors. Geht so. Keine Treasures. Cursed Bow. Naja, Small Quivers, das heißt, wir können auch nicht so viele Pfeile... Boah, tragen. Always Dark. Das ist natürlich auch übel. Starten wir mal mit den Wings. Ich mag die ganz gerne. Das ist natürlich fies, weil wir kriegen nicht viel von der Welt mit. Mach mal einfach das. Und schauen es uns mal an. Ich finde auch geil, dass wenn man dann das DLC zum Spiel spielt... Boah, die sind ja wirklich slippery. Die sind übelst. Guck mal, wie ich rutsche. Ich kann überhaupt nicht stehen. Ich bin nicht betrunken. Höchstens ein Kaffee zu viel. Aber... Direkt eine übergebraten. Was denn? Ich habe nur 3 Leben. Ist das dein Ernst? Ist das so gewollt? Spiel! Boah, scheiße. Das ist fies mit dem Slippery. Ich weiß nicht, was ich beim ersten Mal spielen ausgewählt habe. Vielleicht war es Always Dark, aber das wäre ein bisschen schade, weil man sieht nicht viel von der Welt. Aber ich finde es geil, man sieht... Oh, genau. Dann gibt es nämlich verschiedene Runden dieses Mal. Also nicht nur die Monsterwellen, sondern man kommt auch hier durch diese Portale weiter. Nips. Wow. Und man muss sagen, man sieht einfach, wie vom Hauptspiel zum DLC die Hintergründe auch nochmal geiler werden. Also was hier an Details sind. Ihr seht dieses Geisterschiff im Hintergrund. Was hier noch so alles abgeht. Oh Mann. Und das ist eine ganze Menge. Aber hier auch wieder die Musik übelst geil.
Wir starten jetzt eben, weil wir durch das Portal gegangen sind, auch wieder mit den Eigenschaften, die wir selber ausgewählt haben zum Starten. Ne? Also wir haben jetzt auch wieder unsere Flügel, obwohl wir einmal getroffen worden sind. Wow. Und die Mucke geht so ab, das ist ja nimmer normal. Wow. Ja. Es ist schon übelst geil. Also ich kann es jedem, der mit der Grafik klarkommt, der das Spiel vom Gameplay her mag und der mit der Musik einfach kann, ich kann es euch nur empfehlen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man hier länger stehen bleibt. Ich will es aber ehrlich gesagt auch nicht rausfinden. Ugh. Oh, und jetzt haben wir es nicht mehr. Wow, da sind natürlich direkt zwei am Start. Fies das, fies. Wow, damals ein ordentliches Match geliefert. Hat die sich gerade unsere Pfeile eingesteckt? Ja, hat sie. Oh, jetzt wird's knapp. Jetzt müssen wir sie irgendwie legen. Wow. Nein. Sie hat keine Pfeile mehr. Nice. Boah, das ist echt übel. Die hat sich jetzt nämlich, das habe ich erst gar nicht gecheckt, unsere Pfeile unter Nagel gerissen auch noch. Hups. Das Fiese ist aber, wir haben jetzt wirklich kein Leben mehr. Das Leben geht nicht mehr mit. Alter, ist das fies. Und wir sind einfach tot. Übel. Okay, wir schauen uns das aber nochmal an. Oh, okay, man kann hier auch neu laden. Gut, das ist dann wahrscheinlich wegen Hardcore-Dingens und so weiter. Weil ich glaube, im normalen Hauptspiel war es so, wenn du gestorben bist, bist du gestorben. Da war kein Ich-Starte einfach nochmal da, wo ich jetzt war. Sondern dann musste man einfach das Level nochmal von vorne anfangen. Um die Mucke, wie sie einfach immer weiter abgeht. Und ich glaube, beim DLC war es auch so, dass am Ende von diesen krassen Leveln auch immer irgendwo ein Boss nochmal wartet. Also Bossfights waren im Hauptspiel auch keine Sache, sind dann aber mit dem DLC dazugekommen. Was ist das? Das war jetzt nicht ganz so mein Lieblingskandidat hier. Wow, voll auf die 12. Ich hätte auch gern wieder Pfeile, so irgendwie. Also einfach so, einer wäre ganz gut. Einer. Wow. Okay, wo kriege ich jetzt Pfeile her? Wow. Gib mir doch Pfeile. Wie soll ich mich denn verteidigen? Ich bin ein armer kleiner Dieb. Wow. Was macht denn das Spiel jetzt mit mir? Wow. Ja, klasse. Jetzt ist ja hier oben. Ich komme nicht mehr dran. Doch, komme ich. Gerade so. Ba, 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 ba. Da, ba, da, da. Na, den nehmen wir uns mal zuerst mit und dann mal gucken, wie wir den hier noch erledigen sollen. Gilt wahrscheinlich das gleiche Prinzip. Aber ich hab's verkackt. Wir sollten warten, bis der diesen Strudel macht. Oder Mini-Wirbelsturm. Oh, nee. Und dann voll drauf. Nein, ich habe keine Pfeile mehr. Was ist das denn? Lass mich doch leben. Und ich habe schon wieder keine mehr. Was mache ich denn? Nein. Das ist fies. Gib mir Pfeile. Nein. Fuck.
Ich habe nur einen, damit kann ich gar nichts anfangen. Ah! Ah, gib ihn her! Jawohl! Ah! Nein! Was mache ich denn? Krasser Scheiß, ey. Nein! Da war noch ein Pfeil und jetzt haben wir Boss-Time. Oh Mann. Ah, Red Seed. Das klingt echt nach Spaß! Genau, und wir haben überall Augen. Uah! Gib her! Gib her! Ach, kann ich die nicht abschießen? Doch, kann ich. Aber ich habe nicht so viele Pfeile, wie ich gerne hätte. Oh. Aber ich habe hier noch mein... Boah, die Mucke auch gerade. Richtige Bossmucke. Hä? Kriminelles Auge. Kriminell. Boah. Wir haben hier auch, wenn ich das richtig sehe, mittig oben irgendwie so eine Bossleiste. Wow, das war ein bisschen knapper als knapp. Das erinnert mich irgendwie an das Auge aus Terraria. Das war genauso widerlich. Da haben wir einmal kassiert, glaube ich. Kassiert! Ich sitze doch aber gar nicht an der Kasse. Bist du gestört, Auge? Bist du gestört? Ich habe auch irgendwie gleich keine Pfeile mehr. Das ist... Oh! Gibst du mir vielleicht... ich traue dem Auge nicht. Boah. Auge, bist du des Wahnsinns? Boah, Laser aus der Hölle. Hä? Nein, 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 was mache ich denn? Gleich, guck mal, gleich Laser da wieder. Ich kenne ihn doch. Ich kenne dich doch, du kleiner. Boah, aber ich muss sagen, Bossfights sind eine geile Sache. Gab's im Hauptspiel, wie gesagt, nicht. Gibt's dann bei den DLCs in jeder Welt einen Boss hinterher. Also, geil gemacht. Wer sowas mag, ich kann es euch nur empfehlen. Ist, wie gesagt, ich würde warten, bis Steam Sale ist, wenn ihr euch da nicht ganz sicher seid. Da ist eigentlich immer das Hauptspiel genauso wie der DLC im Angebot. Aber ich kann es eigentlich echt nur empfehlen. Also, wer die Grafik mag, wer das Grundprinzip mag von dem Spiel, Musik, wie gesagt, ich kann nicht anders. Ich suche sowas einfach ab. Und ja, es hat auf jeden Fall eine gewisse Schwierigkeit. Also wenn man mit den normalen Levels gut klarkommt, könnt ihr euch auch einfach eine Herausforderung setzen und sagen, hey, ich mache jetzt überall den Hardcore oder hey, Hardcore ist nichts für mich. Ich will's richtig hart, ich will's richtig knüppelhart auf die Fresse. Dann einfach versuchen, Legendary das Ganze zu machen mit den Gold Skulls. Aber overall geiles Spiel, habe ich mir auch schon ewig überlegt, dass ich euch das unbedingt mal zeigen muss, weil ich habe das damals echt eine ganze Zeit lang übelst gesuchtet und wenn ich irgendwann mal wieder Zeit finde, wo ich mehr Zeit habe für sowas, muss es das bei dem Spiel auch nochmal sein. Aber ich würde sagen, für jetzt, das war Towerfall Ascension und wer Lust hat, sich das Spiel zu kaufen, lasst mich vielleicht mal wissen, wie es euch damit so geht, wie es euch so gefällt. Ja, und ich würde sagen, ich gönne mir jetzt noch einen Schluck Kaffee und wir sehen uns vielleicht beim ein oder anderen Projekt wieder, wenn ihr mögt. Danke fürs Zuschauen und bis dann!